16.32 Uhr, willkommen zurück auf OE24 TV zu unserem Showdown. Der Fokus der heutigen Berichterstattung liegt natürlich einmal mehr auf der SPÖ. Die Präsidiumssitzung hat länger gedauert, als sie eigentlich angesetzt war, nämlich eine ganze Stunde länger. Und jetzt befindet man sich bereits in der Vorstandssitzung. Es bleibt also spannend und dazu darf ich natürlich weiterhin begrüßen Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Hallo. Hallo Marlene. Und natürlich auch Werner Gruber. Hallo. Schönen Nachmittag. Einen besseren Gast kann es ja nicht geben. Das wird nur noch von Chab Westenthaler getoppt. Werner Gruber, Physiker, das heißt, er kennt sozusagen die Gemengelage. Ich kann rechnen. Ja, rechnen kann er auch, echt? Ja, das ist das, was Physiker rechnest uns gleich aus, wie es im Vorstand ausgeht. Ja. Wobei wahrscheinlich eh weitgehend einstimmig jetzt dann. Und zusätzlich ist da auch noch ein SPÖ-Urgestein, ein Mann der Basis, Sektion 12 haben wir gerade gehört, Leopoldstadt, und ein wirklich bekennender Linker. Also höchste Zeit, dass wir einen bekennenden Rechten zuschalten, und das kann natürlich nur Gerald Gross sein. Der sitzt nicht in der Leopoldstadt, sondern in der Südsteiermark, da ist er schon. Gerald, die Entscheidung ist gefallen. Die SPÖ hat wieder mal eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht, so wie ich das gestern schon prophezeit habe in unserem Streitgespräch. Sie hat sich für die Mitgliederbefragung ausgesprochen. Das heißt, Hans-Peter Doskozil hat sein Erpressungsmanöver gewonnen. Danach wird es Ausgewogenheit halber auch einen Parteitag geben, damit bei Melarendi Wagner nicht ganz ihr Gesicht verliert. Und alle sind eitel Freunde. Wir kommen auf einen dreimonatigen Wahlkampf Doskozil gegen Rendi Wagner zu. Was sagst du dazu? Naja, drei Monate lang dauert jetzt das Konklave der sozialdemokratischen Kirche, übergebliebenen Sekte, um dann in drei Monaten Abemus-Vorsitzenden zu präsentieren. Was die Genossinnen und Genossen im Parteivorstand und im Präsidium vergessen, ist, dass in wenigen Wochen in Salzburg eine Landtagswahl ansteht. Und in dieser Salzburger Landtagswahl wir eine amtierende Parteivorsitzende noch immer haben, Pamela Scheuer-Rendi Wagner, die nach dem heutigen Ergebnis, und man kann durchaus von Sieg sprechen für Hans-Peter Doskozil, als Lame Duck die nächsten drei Monate durch das Land watscheln wird. Denn nichts anderes ist passiert. Hans-Peter Doskozil hat sich mit seinem machiavellistischen Trick, mit dem Brief, ich stelle mich der Auseinandersetzung, aber nur, wenn es nach meinen Vorgaben passiert, hat sich heute durchgesetzt und hat Christian Deutsch und Pamela Scheuer-Rendi Wagner quasi auf die Bank der Zuseher verwiesen. Hans-Peter Doskozil ist der starke Mann der Basis, er ist der starke Mann auch der SPÖ-Mitglieder. Und es wird jetzt lustig zu sehen sein, wie sich die Parteielite, der Parteiadel, Ludwig, Kaiser etc., ihre Landesgruppen gegenüber den einfachen sozialdemokratischen Mitgliedern verhalten. Werner Gruber, wie konterst du diesen vorlauten Rechten? Naja, also Lame Duck stimmt sicher, wobei ich glaube, Pamela Rendi-Wagner hat schon in den letzten Wochen oder Monaten, war sie ja nicht immer und überall so extrem beliebt. Ich sehe das jetzt, dass die SPÖ eine schöne inhaltliche Auseinandersetzung mit ihren Werten hat. Wo soll das Bildungssystem in 5 Jahren sein? Wo wollen wir in 10 Jahren sein? Und das, glaube ich, ist durchaus toll. Nämlich auch, dass sich wieder manche Mitglieder dem besinnen, wofür die SPÖ tatsächlich steht. Ich glaube auch, dass es eine Klärung von manchen Fronten ist, Diskussionen, die in der SPÖ sowieso schon länger geführt werden hätten müssen. Es ist schön, wenn man sagt, ja, wir haben ein Papier, wo drinnen steht, wie wir mit dem Thema Migration und Asyl umgehen. Das Papier ist noch nie in der Bevölkerung angekommen oder, ich sage einmal, bei den Mitgliedern angekommen. Und deswegen halte ich eine solche Diskussion für sehr schön und ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Ja, das bedeutet, dass wir den Wahlkampf inhaltlich kostengünstigst machen können, weil wir werden dieselben Probleme in einem Jahr genauso haben. Und dann können wir als geeinte SPÖ sagen, mit jemand, wo wir auch wirklich sagen müssen, da stehen alle dahinter, dann ist er Ruhe und dann haben wir sowohl inhaltlich als auch strukturell sind wir gut aufgestellt. Also der Werner Gruber meint, das ist eine optimale Entscheidung für die SPÖ, die da heute gefallen ist. Besser hätte sie nicht fallen können. 3 Monate lang kann sich die SPÖ jetzt inhaltlich gut positionieren und danach wird sie geeint in den Wahlkampf ziehen. Gerald Gross, gibt es da einen Widerspruch oder bist du ähnlich optimistisch? Naja,
Gruber, Professor Gruber hat selbstverständlich recht. Und zwar aus einem schlichtweg einfachen Grund, weil ein Wettbewerb von zwei Personen einmal grundsätzlich in einer Demokratie nichts Schlechtes ist. Es ist in Wahrheit das Wesen der Demokratie und es ist das Wesen der direkten Demokratie und der Basisdemokratie, das nun in der Sozialdemokratie erstmalig in der Geschichte der Zweiten Republik zur Geltung kommt. Nämlich eine Basisabstimmung, eine Urabstimmung der Mitglieder, der einfachen Mitglieder. Nicht der Parteiadel stimmt ab, sondern es stimmt am Ende die Basis, die Mitglieder der Sozialdemokratie ab. Das ist einmal der erste wesentliche Schritt. Der zweite wesentliche Schritt ist, dass auch Themen gespielt werden können. Und das ist an sich sehr gut. Nur, es werden nicht die Themen sein, die sich Gruber vorstellt. Es wird nicht das Klimawandel sein, es wird nicht das Pflegethema sein, sondern es wird die entscheidende Frage sein, lieber Hans-Peter Doskozil, wie hältst du es mit der Franitzky-Doktrin? Du kommst aus einem Bundesland, wo dein Vorgänger, Niesel, die Freiheitlichen in der Koalition gehabt hat. Wärest du bereit, die Sozialdemokratie gegenüber den Freiheitlichen zu öffnen? Und das wird die Gretchenfrage sein. Hans-Peter Doskozil ist ein kerniger Linkspopulist, der durchaus gern rechts blinkt. Ob das den Linken und den linksextremen Kräften innerhalb der Sozialdemokratie gefällt, das werden wir die nächsten 3 Monate sehen. Und die entscheidende Frage ist, Hans-Peter Doskozil, wie hältst du es mit Asyl, wie hältst du es mit Zuwanderung und wie hältst du es am Ende mit der Freiheitlichen Partei? Und das wird spannend. Das könnte sogar zur sogenannten Kirchenspaltung führen, denn auch der synodale Weg hat seine Häkchen angebracht. So, also du ahnst, dass es vielleicht zu einer Parteispaltung kommen könnte. Jetzt habe ich noch eine heikle Frage an euch beide, die ich bewusst an euch beide stellen will, weil ich weiß, dass der Werner Gruber damit sehr fair umgeht, du wahrscheinlich sehr unfair, wie ich dich kenne. Wir haben am Vormittag, also bevor diese Sitzung um 13 Uhr begonnen hat, ein Interview mit Hans-Peter Doskozil geführt, wo er bereits gesagt hat, was er genau erreichen will. Erstens interessant zu hören, wie das ganz genau aufgegangen ist, sein Erfolg heute. Aber zweitens, man höre bitte auch auf seine Stimme, die er selber vor einer Woche im Profil thematisiert ist. Hier ist Hans-Peter Doskozil im Interview. Wofür? Für den, dass Sie kandidieren. Schauen Sie, wir haben das natürlich beraten, wir haben diese Woche das bekannt gegeben und damit ist auch die Entscheidung gefallen. Natürlich muss man das mit seinem engsten Umfeld, auch mit den burgenländischen Gremien besprechen und so ist der Entscheidungsprozess zustande gekommen. Wer unterstützt Sie? Haben Sie da wahrscheinlich auch im Hintergrund schon gesprochen? Schauen Sie, darum geht es jetzt gar nicht. Wir müssen jetzt in den Gremien mal die Situation einmal diskutieren und müssen gemeinsam einen Weg finden, wie wir da rauskommen. Das bedeutet natürlich am Ende des Tages auch eine Entscheidung zu haben und dann wieder, das ist das Wichtigste auch für die Partei, den Zusammenhalt zu leben. Und das, glaube ich, muss das Ziel heute sein. Und da geht es gar nicht darum, wer unterstützt wem, sondern wie schaffen wir dieses Ergebnis. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Sie dann am Ende als SPÖ-Chef hervorgehen? Ich bin jetzt gar nicht befugt oder berufen, da Chancen einzuschätzen. Mir ist nur wichtig, die Diskussion weniger oder auch über die Personen natürlich, aber auch mehr über die Inhalte zu führen, weil es doch auch eine Diskussion um Inhalte höchstwahrscheinlich ist, wenn man genau hinter die Kulissen blickt. Und auch die Bereitschaft zu signalisieren, dass man ganz einfach Mehrheitsverhältnisse akzeptieren muss am Ende des Tages im Interesse der Partei. Und dafür stehe ich und dafür werde ich mich einsetzen. Sie fordern einen Mitgliederentscheid, keinen Parteitag. Wie soll es da weitergehen? Oder treten Sie auch auf einem Parteitag an? Ich habe meine Position klar dokumentiert und klar auch gesagt. Die haben mich klar für den Mitgliederentscheid ausgesprochen und daran werde ich auch festhalten. Warum scheuen Sie denn einen Parteitag? Ich schaue keinen Parteitag, es wird am Ende oder nach einem derartigen Prozess einer Mitgliederbefragung oder des Mitgliederentscheids sicherlich auch einen Parteitag geben müssen. Aber wenn wir weit über 100.000 Mitglieder, ich weiß gar nicht, wie viel das wir wirklich haben, ist es eine breite Basis. Und ich glaube, in der Situation, wo wir jetzt sind, muss man diese Basis auch befragen und zu Wort kommen lassen und ihr dieser Basis ein Ohr schenken. Hans-Peter Doskozil mit seiner Ansage dessen, was er dann gewonnen hat, nämlich 1:1, so ist es gekommen. Er schaut blendend aus, muss man sagen, allerdings die Stimme ist eine Katastrophe. Werner Gruber ist ja unser Experte für alles, von der Physik über das Weltall bis zur Medizin. Werner, wenn du diese Stimme beurteilen musst,
ist die angeschlagen. Du kennst den Toscozil ja über viele, viele Monate und Jahre hinweg. Kann man mit dieser Stimme einen Wahlkampf machen? Ich glaube sogar, du hast einen Vorteil, wenn du diese Stimme... Jetzt reicht die Arsch. Ganz Österreich wird bald... nein, ich glaube tatsächlich, es kann Vor- und Nachteile haben. Der Nachteil ist natürlich, es ist angenehm, wenn du mit einer lauten, kräftigen Stimme dein Wort erheben kannst. Hat aber auch, zum Beispiel Wranitzky war jemand, der sehr ruhig und leise gesprochen hat. Also ich habe den mehrmals bei Veranstaltungen erlebt, in kleineren Kreisen. Da hast aber wirklich zuhören müssen, weil der sehr ruhig gesprochen hat und vor allem sehr leise gesprochen hat. Das heißt, ich glaube jetzt einmal nicht, dass das ein fundamentales Problem ist. Ich möchte nur auf eins hinweisen. Ist die Stimme derzeit so, wie sie immer war, oder hat sie sich verschlechtert? Ganz ehrlich, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich habe Hans-Peter Toscozil schon erlebt mit besserer Stimme, vor ein paar Wochen, nur vor Weihnachten. Und man kommt immer, ich glaube, es ist ein bisschen eine Tagesverfassung. Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen. Ich habe mit Stephen Hawking mehrmals erlebt und Stephen Hawking hat zum Schluss sich praktisch fast keine Muskeln mehr bewegen können. Der hat ein Computerprogramm, obwohl der wirklich sprachlich überhaupt nicht mehr reden kann. Und der könnte, wenn der da sitzen würde, in seinem Rollstuhl, leider schon gestorben, genau am 14. März vor einigen Jahren, vor 5 Jahren, ist es tatsächlich so, der hat sich normal unterhalten können. Und der hat, da war vielleicht eine Verzögerung von einer halben Sekunde, dieses Computerprogramm war so gut. Also ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, wir leben wirklich in einem neuen Jahrtausend. Warum sollte, wenn jemand, jetzt nicht, dass Hans-Peter Toscozil das wird, glaube ich nicht, aber sogar das würde gehen. Und bitte, wir sind in einer Demokratie und wenn jemand nicht reden kann oder wenn jemand blind ist, man wird sagen, ja, es ist natürlich ein Nachteil. Umgekehrt kann es aber auch der Vorteil sein, der politische Gegner kann nicht sagen, sie können ja nicht mal sprechen. Das kannst du auch nicht machen. Da hast du natürlich eine gewisse Beißhemmung. Das heißt, ich würde das Thema mit der Stimme, muss ich ganz ehrlich sagen, ausklammern. Das spielt keine Rolle. Das ist genauso, wie ich ausklammern würde, ich höre in jedem zweiten Gespräch, ja, die Pamela Rendi-Wagner, die ist nicht nur gescheit, die schaut auch gut aus. Bitte, wer redet, wie der Hans-Peter Toscozil ausschaut? Gutheit, gut. Nein, aber so. Das sind immer so genau die Punkte, auf die jeder eingeht. Gerald, das sind ganz kurz deine Meinung. Wird denn diese Stimme behindern? Kann man mit so einer Stimme Wahlkampf machen oder ist das wurscht? Ich habe euch eh die Antwort selber gegeben, solange zwei asthmatische Hirtenhunde im Studio sitzen seit Stunden und über die Sozialdemokratie parlieren können, kann auch Hans-Peter Toscozil SPÖ-Vorsitzender werden. Mir kommt es auch nicht darauf an, wie Hans-Peter Toscozil spricht, sondern was ein Politiker spricht. Und das ist für mich das viel Interessantere. Wir müssen mehr hinhören, was Politiker in Zukunft sagen. Und ich möchte ja, ich bin nicht der Standesvertreter von Hans-Peter Toscozil, nicht sein Pflichtverteidiger. Aber mir wäre es schon recht, wenn wir endlich einen SPÖ-Parteivorsitzenden hätten in dem Land, der wieder die Sprache des Volkes spricht und nicht wie Pamela Scheuerin-Wagner am Volk vorbeispricht. Und Hans-Peter Toscozil hat durchaus als Landeshauptmann bewiesen, dass er die Sprache des Volkes sprechen kann. Ich habe es gestern in der Sendung gesagt, der Hirte muss riechen wie die Herde. Hans-Peter Toscozil ist ein Hirte, der die Sprache der Herde verspricht und auch, spricht und auch riecht wie die Herde. Und daher kommt mir eine schwache Stimme jetzt, ist für mich kein Hindernisgrund, dass Hans-Peter Toscozil SPÖ-Vorsitzender sein könnte. Wir haben im Deutschen Bundestag Schäuble gehabt, der saß im Rollstuhl, war gehandicapt und war trotzdem der Präsident des Deutschen Bundestages. So sind wir heute nicht mehr, dass wir darauf Wert legen. Gut, danke Gerald Groß, danke für die Zuschaltung aus der Steiermark. Wir gehen in eine Werbepause und dann werden wir Ihnen diesen Vorstand, der in diesen Minuten entscheiden soll und muss, ob die Mitgliederbefragung und der nachfolgende Parteitag dann wirklich auch Realität werden, Kopf für Kopf, Person für Person vorstellen, aber vorher eine kurze Werbepause.